Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und ja, der eine oder andere fragt sich, der das hier schon mal gesehen hat, warum machst du das denn nochmal? Ja, kurze lustige Geschichte. Das ist Temple of Doom in der Arcade-Edition. Und das war jetzt das erste Game, wo der Indie-Theme tatsächlich einen Trigger ausgelöst hat. Und zwar lustigerweise bei dem großartigen YouTube-Content-System, was alle, ich glaube, alle Creator großartig mögen. Ist, glaube ich, so ungefähr auf der gleichen Liste, wo auch Beulenpest ist. Und zwischen 1 Minute und 2 Minuten, also ich habe mir das Video angeguckt, ich habe da sogar drüber gequatscht. In den restlichen Minuten ist das noch ein paar Mal aufgepoppt, das Indie-Theme, weil hier aber handelt es sich ja um Indiana Jones. Sicherlich nicht so schwierig und sicherlich erkennbar. Bei den anderen Spielen, witzigerweise, ist bis jetzt noch gar nichts passiert, wo man das deutlicher hört. Dieser Content-Filter, ich meine, ist jetzt nicht mehr Susan, sondern ist jetzt der Nachfolger, aber ich möchte kurz einfach mal sagen, euer Content-System ist totale Scheiße. So, das habe ich jetzt nochmal gemacht für alle Composer und für alle Creator und es ist einfach Schrott. Und wie gesagt, ihr seht ja, bei Twitch passiert witzigerweise nichts und bei YouTube gibt es total Theater. Deswegen, ich arbeite an so einem Konzept, die Retro-Stunde, das kann ich schon mal sagen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da werde ich auch noch in den nächsten Tagen was zu erzählen und das hat den großen Vorteil, da kann ich bei YouTube eine Menge rausschneiden, wenn das alles nicht passt. So, das ist Temple of Doom in der Arcade-Version, hier in der MAME-Emulation. Kurz was ihr jetzt eben leider nicht hört, weil ich musste den ganzen Ton eben rausnehmen. Da ist eine Stimme, die ziemlich ähnlich an Harrison Ford ist und man hat so ein bisschen auch Voice Samples. Das nur so am Rande. Ansonsten ist das ganz okay, das Game. Ist, glaube ich, die beste Version von dem Titel. Ist ja auch irgendwie die, ich glaube, das ist die Originalversion, glaube ich. Das andere sind alles Portierungen. So, wir gucken mal. Ich glaube, ich habe das sogar durchgespielt, als wir es ein bisschen ausprobiert haben. Ich kann mal eben was für mich machen. Das dürfte euch nicht stören. Ich ziehe das Bild mal ein bisschen weiter nach links. So, da habe ich nämlich noch ein bisschen was von den Steuerelementen. So, ich könnte jetzt vielleicht die Peitsche nachsynchronisieren. Und die haben so schöne, seltsame Schreie. You choose poorly. Ja, also, ist Tal des Todes, ne? Eigentlich für viele der, ich sag's mal, der schlechteste Teil der Trilogie. Aber leider, wenn man so will, mittlerweile besser als Teil 4 und 5. Gut, ist auch nicht unbedingt schwierig gewesen, aber so. Es geht darum, diese Kinder zu befreien. Und ich habe jetzt gesehen, glaube, das ist easy, glaube ich, sind irgendwie 5 Kinder. Der Dungeon wird immer schwieriger. So, gucken. Da, genau, da müssen wir hin. Da können wir dann flüchten. Ja, und Inni kann schnell sterben. So, das ist Nummer. Ja, genau, da ist noch ein Captive. Wunderbar. Jetzt zu der Minecart. So, da kann man auch ein bisschen auswählen. Da muss man auch gucken, welcher der richtige Weg ist. Das ist hier bei Easy, ist das noch relativ nachvollziehbar. Später ist es das nicht mehr. Und ich glaube, dann kommt auch gleich nur noch der Endkampf. Also, was? Okay. Der hat mich besiegt. Okay, ne, bin noch da. Wollte auch sagen. So schwierig ist das doch nicht. So. Moderam, was Hankara Stone? Mr. Jones!
You belong to the museum. So, jetzt geht's hier los. Und ja, ja. Ich hatte vor, den zu whippen. Ich wollte den aber mal whippen, wie noch nicht mal seine Mutter ihn gewippt hat. So. Ja, bupp. So, dann müssen wir gucken. Das ist, geht nur, wenn das Ding komplett zu ist. Genau. Und dann haben wir es. Und dann abhauen. So, wunderbar. Schön. So, jetzt sind wir schon bei Medium. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Level dazukommt. Das weiß ich nicht. Aber wir gucken mal. Wir können ja mal gucken. Warte mal, wenn ich jetzt gleich ein bisschen... Ich kann ja ein paar Coins reinpacken. Gibt es den Continue? Ich glaube, diese Frage habe ich mir beim letzten Mal auch gestellt. Und ich konnte sie mir nicht beantworten. Also ihr könntet sie jetzt beantworten, wenn ihr jetzt live dabei wärt, aber wahrscheinlich sind da wirklich Leute, die schreiben dann wieder auf YouTube. Ich weiß nicht. Nee, gibt's leider nicht. Gibt's kein Continue. Okay, dann können wir... Ich glaube, nach Hard können wir gar nicht gehen, ne? Genau, Hard. Für Hard muss man tatsächlich Medium durchgespielt haben. Wir gucken mal einfach. Jetzt wird sich der High-Rating-Lord, kann ich mal eben kurz persönlich begrüßen. Den Held des, der von Cassette 50. Der völlig Verrückte. Alle, die Cassette 50 Sachen machen, die, ne? Also. Die gehören ins Museum. Der Siski ist da. So, also kurz für euch, die ihr gerade da reinkommt. Wundert euch nicht, warum es hier keinen Ton gibt und warum ihr das schon mal gesehen habt. Der YouTube-Filter war der Meinung, hey, das ist ja Indiana Jones. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war auch nicht Lucasfilm oder LucasArts oder jetzt Disney, die das geclaimt haben, sondern wieder eine Plattenfirma, die, muss ich ganz ehrlich sagen, sicherlich mit Sicherheit die Rechte von Disney hat. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber, ne, die wissen schon, was sie tun. Und ich finde mal ganz lustig, dass es dann schon einen Content-Claim gibt, wenn das Video noch gar nicht online ist. Ja, die Voranalyse. YouTube hat aber übrigens wieder einen schönen Fehler. Ich meine, das interessiert jetzt keinen, der wahrscheinlich das Indie-Video sehen will. Aber ich erzähle das trotzdem mal. Hatten wieder so ein wunderbares Erlebnis. Du musst ja auswählen. Na, kann ich das Herz whippen? Ja, kann ich. Ich kann es jetzt. Whip my heart. Punch me! Punch me! Na Mist. Mr. Jones! You will die! Nein, werde ich nicht. So. So hört sich übrigens an, wenn das Spiel keinen Sound hat und ich irgendwie alles danach synchronisiere. Das ist nicht gut. Deswegen sagt, ganz ehrlich, sorgt dafür, schreibt sie alle an. Der Filter muss funktionieren, sonst hört der Typ gar nicht auf zu sabbeln. Und das möchte ich auch niemanden antun, also. So. Win! Achso, das geht nicht. Ach, da wo kein... Das heißt, auf die Leiter kann man nicht whippen. Aha. Okay. Wo sind die denn alle? Das ist ja schlimmer als bei den Goonies. Falls einer jetzt die Referenz verstanden hat, ne, wegen Kinder retten, schreibt einer, kommt wahrscheinlich die Logik. Kenny aus Stranger Things. Hat übrigens einer, das fand ich ganz lustig, es gibt ja tatsächlich ein Stranger Things Game und hatte irgendeiner in den, glaube ich, in Steam-Kommentaren ganz groß gesagt, ist ja so ähnlich wie Stand By Me. Hat noch irgendeiner eine Coming-of-Age-Story? Dann ab in die Kommentare. Und ich glaube, wie ist das noch irgendwie? Diese eine Serie, die ich nie mochte? Gibt es irgendeine Serie, die wird irgendwie von irgendwelchen Leuten vollkommen vergöttert? Mit diesem komischen Blach da irgendwie? Was von der, dann irgendwie von der Erzählerstimme von... Ich glaube,
von Tom Selleck gesprochen wird. Also, ne, die deutsche Synchro halt. Ich fand das katastrophal. So, einen Versuch machen wir noch. Ja, der Wettbewerb sagt gerade, er hat einen Copyright-Claim gekriegt bei einem Video, wo es noch nicht mal Musik gab. Falls ihr euch fragt, ist dieses System broken? Nein. Das ist großartig. Großartig. So. Da war einer unten. Wie komme ich denn da hin? Die Opfer, auf jeden Fall sterben die alle selber. Okay, die Spikes hätte ich kommen sehen können. Aber das ist ja hier auch nicht Rick Dangerous. So, weg mit der. So. Wunderbar. Ja, ist das schön. So, du gehst jetzt. Du gehst sterben. Ah. Outstanding. So, komm. Na, komm. Wer will ein bisschen Gas? Ah, Mist. Das Flaming Heart wollte ich jetzt nicht unbedingt abkriegen. Auch so. Da ist doch jetzt irgendwo. Wo ist denn der Card? Da ist er. Da ist die Reise. So, komm. Oh, ab. Mit dem überdimensionalen Hugo-Spiel. 3, 3, 3, 3, 3. Muss ich euch auch nochmal geben. Die großartigen Hugo-Titel. Werbung ist ganz lustig. Müsste ich mit euch dann zeitverzögert spielen. Das wäre, glaube ich, total lustig. Dann ist das so, wenn die ganzen... Auch die Sonja zieht los, ja, die ja sowas gemacht hat. Tilt, avoid dead ends. Ja, schön. Ich wollte auch gar nicht her. Ah, schön. So, komm. Endkampf. Nochmal. Endkampf auf Medium. Oh, komm. Weg. So, weg, 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 weg. Zack. So, hopp. Und rein. Schön. So, kann ich jetzt hart wählen? Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ach du meine Güte. Das ist aber... Ja. Das ist aber ein Level, den mag ich aber ganz besonders. Uah. So. Befreit. Nee, kann ich natürlich nicht so machen. War klar. So. So, dich kann ich befreien. So. Ah, so. So. Guck, wo bin ich hier? Da komme ich ganz nach oben. Okay, da brauche ich erstmal nicht hin. So, da sind noch 5. Na, weg. Ah. Das ist unfair. Na, komm, runter mit dir. Uah! Das ist aber nicht der coolste Leben. Coolste Level. Wie komm, da komme ich, glaube ich, nicht da lang. So, du gehst jetzt erstmal ein bisschen. Oh. Uah!
Stay away from instant death. Ach was. Ach was. Das ist nicht gut, wenn man direkt tot ist? Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich gar nicht. Oh, geil. Vierter Platz. Gibt zwar keinen Preis, aber... Ne? Geht ja auch irgendwie ums Mitmachen. Sagte nicht schon Rolf Zukowski, wir werden alle Sieger sein. War das nicht so? War das nicht der? Ja, das ist... Oh, Fortune and Glory. Natürlich. Ja, das ist Indiana Jones and the Temple of Doom in der Arcade-Version. Die ist richtig, richtig gut. Lucasfilm und Atari. Ja, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Kann ich jetzt auch machen. Kann jetzt YouTube auch gucken. YouTube kann ja jetzt gerne nochmal auch das claimen. Ja. Aber ist schwierig, den Song zu finden, glaube ich. Ist ein bisschen versteckt. Ja. Kommen wir zum nächsten. Ne? Und? Denkt dran. Wo ich das hier aufnehme, sind wir noch bei 299 Follower bei Twitch. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. So. Next.